Euronews. Die Nachrichten. Big surprise! No way! Die Olympiahalle in Moskau hat gebebt. Mehr als 100 Millionen Menschen haben den 54. Eurovision Song Contest gesehen. Und für Norwegen wurde ein Popmärchen wahr. Mit seinem Song Fairy Tale, zu Deutsch Märchen, gewann der norwegische Harry Potter, der Alexander Rybak heißt, den Wettbewerb mit rekordverdächtigem Vorsprung. Das deutsche Duo landete mit ihrer Swing-Nummer auf den 20. Platz der 25 Teilnehmer. Pop-Experten gehen davon aus, dass Fairy Tale ein Welthit wird. Na denn, bis zum nächsten Jahr in Norwegen zum 55. Eurovision Song Contest.